Hallo ihr. Einer hat mal hier, um genau zu sein, Casey hat mich mal angefragt hier, ob ich mal ein paar Stifte erklären kann. Beziehungsweise hat den Tipp gegeben. Deswegen möchte ich im Schnelldurchgang, weil die 10 Minuten wird es komplett auffassen, ein paar Stifte erklären. Ja? So, zum einen, es gibt einen Com SSA, ein Computer Sign Pen. Hier. Hat so komische Zeichen manchmal drauf, manchmal auch nicht. Manchmal sieht er auch mit so Sticker aus. Ja, gibt's genauso. Auf jeden Fall, dieser Stift, Computer Sign Pen, hat Anyball Grips dran. Ist ein sehr leichter Stift, ein sehr kurzer Stift. Hat wenig Drehmoment, also mehr als er ohne Grips hat, aber hat wenig im Gegensatz zu anderen Stiften. Man kann ihn natürlich spinnen, ja, wie man sieht. Aber ist halt ein bisschen schwerer als ein schwerer Stift mit viel Drehmoment, ja. Kosten weiß ich jetzt selber nicht. Es ist halt immer unterschiedlich. Kosten werde ich auch bei den anderen Stiften nicht mehr ansprechen, ja. Es gibt eigentlich viel zu sagen. Die ganzen Daten oder so über Stifte stehen im Forum, Leute. Also einfach mal Forum, 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 Punkt. Und dann geht ihr ins Forum rein und fragt so mal ein paar Leute nach, die Pen-Zeug auskennen. Jedenfalls die Com SSA, das sind alles Com SSA, sehen verschieden aus. Also der ist der stinknormale, den es früher oft gab. Dann hat man Hybrid-Gel-Stifte, die man in Deutschland kaufen kann. Die anderen kann man nicht aus Deutschland kaufen, aber das hier schon, vorne schon, die Spitzen. Hat man reingedrückt und die halten einmal frei da drin. Hat er gleich viel mehr Drehmoment, kann man besser spinnen. Ja, deswegen empfehle ich eigentlich immer diese Metal-Com SSA. Es ist kein Retract-Able, Leute. Sowas besitze ich nicht. Es ist nur ein Metal-Com SSA. Man kann natürlich, hier sind viele Grips dran bei dem, beziehungsweise auch bei dem, hier sind weniger dran. Also es gibt verschiedene Varianten, ja. Verschiedene Outlays, es gibt einfach alles verschieden. So, das war das Thema Com SSA. Wie gesagt, gibt es viele. Jetzt kommen wir gleich mal zu denen, wo es noch mehr verschiedene Varianten gibt. Zum RSVP. Kann man in Amerika kaufen. Das da vorne ist ein Hybrid-Gel-Grip wieder. Den kann man wieder in Deutschland kaufen. Das ist aber das einzige auch. Ansonsten kann es den Stift nur in Amerika geben, allgemein Süd- sowie Nordamerika, und ansonsten weiß ich gar nicht, wo es das noch überall gibt. Von diesem Stift gibt es auch viele verschiedene Varianten. Die eine ist einfach mal Deckel hinten drauf fertig, da braucht man keinen anderen Stift dazu. Ist natürlich doof zu spinnen, das ist ein RSVP MX. Und dann gibt es natürlich ein RSVP MX Quadrat und bla bla bla. Es gibt Haufen verschiedene Varianten, die ich alle nicht aufzählen kann. RSVP gehört für mich, Betonung auf mich, zu einem zu den schwersten Stiften zum Spinnen. Also ich komme mit dem nicht so klar wie mit dem Com SSA. Kann man aber, wie ihr seht, auch spinnen. Ja? Gut. Zu meinem Lieblingsstift, mein Favorite Pen nach dem Com SSA, ist der Flexible MX. Die einzigen Teile, wo man auch hier aus Deutschland kaufen kann, ist natürlich hier hinten dieses Hybrid-Gel-Grip wieder. Ansonsten kann man wieder alles nichts aus Deutschland kaufen. Besteht aus Cartoon-Com SSA, weil er weiß ist. Man kann auch normalen benutzen, Anyball-Grip, G3 und so. Ich schreibe alles daneben hin, das könnt ihr hier lesen, wie es schon aufgefallen ist. Jedenfalls der Stift sehr leicht, aber ich finde, dass man den einfach perfekt spinnen kann. Also das ist genau mein Gewicht, dass ich spinnen möchte, wo man die Finger nicht wehtun, und ist halt einfach alles perfekt. Ja, gibt es auch verschiedene Varianten, wie man es moddet, aber nicht so viel wie beim RSVP oder so. Ja? Nun zum wichtigen Part, zum Dr. KT, ja, den viele ja spinnen. Gibt so viele verschiedene Ausführungen. Für mich ist eigentlich jeder Dr. KT, der Dr. Grip Tipps, also diese Spitzen hier vorne dran hat. Schon ist er für mich ein KT. Ich benutze da nicht die verschiedenen Namen. Dieser Stift ist sehr, sehr schwer zu betrieben. Er ist halt schon bei den schwereren Stiften. Man hat aber auch viel Drehmoment. Und dieses große Drehmoment ermöglicht halt, dass der Stift einfach geil ist. Ja? Mir tut bloß in einer Zeit die Finger weh. Und deswegen kann ich mit dem nicht so spinnen wie mit einem Flexible MX. Ja? Nun, ich habe gesagt, es gibt verschiedene Varianten. Hier ein paar Beispiele. Und jedes Mal heißt er anders. Ja? Kurzes Beispiel, der hier. Wenn ich da jetzt einen grauen Buddy drauf hätte, dann wäre es ein Dr. KT. Weil der graue ist ein Kaito Buddy und deswegen ist es ein KT. Da wär, also praktisch bei den Stiften wird immer meistens der Name so verwendet, was halt an den
was für Stifte verwendet werden. Das heißt Doktor, weil die Tipps dann von Dr. Grip Stift, KT, weil der Buddy dann vom Kaito war. Der Stift wird, also für mich ist es KT, aber für andere heißt er dann Dr. M&M, ja, weil das ein Miffy und Melanie Buddy ist, aber es gibt natürlich auch andere Namen sogar noch für den, zum Beispiel Bankura Green to Orange, ja, weil Bankura den oft gespinnt hat, ja. Also ihr seht, es gibt zigtausend Namen und Varianten. Varianten, weil nämlich zum Beispiel auch das hier ist für mich ein Dr. KT, aber er hat einen CT-Party, also ein Color Twin, also wäre schon ein Dr. CT. Und dann hat er Dr. Grip Grips dran. Also der hat so Sailor Grips dran und der hat Dr. Grip Grips dran, ja. Ist aber für mich eben auch ein Dr. KT, ja. Wenn jetzt halt die Kappen schwarz wären, dann wäre es ein Bankura Black KT oder so, ja. Ihr seht, es hat ziemlich große, ja, man kann ziemlich viel draus machen. So, für die bestimmten Namen solltet ihr im Forum mal auch gucken, steht alles wunderbar beschrieben. Eine andere KT-Variante ist mit Muchi oder wie die heißen. Ist halt jetzt durchsichtig, ist ein ziemlich dicker Body, ja. Man kann aber gut mit spinnen, ist halt schwer, der Stift, ja. So, und zum Schluss möchte ich noch einen Stuhlmod heranziehen. Das ist leider kein originaler, aber der sieht beinahe so aus. Ist ein sehr leichter als der Stuhlmod aus der KT. Und aus dem sind, also bei dem KT ist überhaupt kein deutscher Stift dabei. Hier ist wenigstens der Buddy als Super Pirat Tintenkiller. Den gibt es in Deutschland. Die HGG Grips Tipps gibt es in Deutschland, aber ansonsten nichts. Ja? Der Stift ist schwer, hat viel Drehmoment, ist eigentlich schon sehr gut. Aber die Teile zu beschaffen ist natürlich auch wieder aufwendig. Aus was er alles besteht, weiß ich jetzt selber nicht, deswegen kann ich es euch nicht hinschreiben, steht aber auch im Forum. Also guckt es einfach mal bitte nach. Ist kein Thema. Ne? Von den Kosten her ist eigentlich der KT der teuerste. Also der kann schon ziemlich der Preis nach oben gehen, variiert aber auch, also was genau festlegen kann ich auch nicht, ja. Ansonsten brauche ich eigentlich nicht viel zu sagen. Probleme mit Pens gibt es eigentlich kaum, spinnbar sind ist eigentlich alles was da ist und kaputt gehen kann alles was kaputt gehen kann. Ja, ansonsten habe ich jetzt alles was der Casey gesagt hat angesprochen. Mehr Mods kann ich nicht aufzählen. Ich habe nämlich nicht großartig viel mehr, beziehungsweise die Zeit würde auch nicht lang. Wenn ihr Stifte braucht, wenn ihr nicht wisst, wo ihr die herbekommt, fragt im Forum nach. Es gibt Möglichkeit zu traden, zu kaufen über Online-Shops, aber da braucht man PayPal meistens. Und übers Forum kann man auch mal über andere Penspinner praktisch. Wie das alles funktioniert, wie das geht, könnt ihr alles im Forum nachfragen. Es gibt da Leute, die wirklich gute Informationen rausrücken. Und ansonsten brauche ich eigentlich dazu nicht viel zu sagen. Natürlich sind die meisten Mods aus Nicht-Deutschland. Aber das muss nicht heißen, dass ihr dann nur solche Stifte braucht, ja. Weil sowas kann man auch aus deutschen Stiften basteln. Das Problem ist bloß, es gibt wahrscheinlich noch keine Anleitung und man muss halt ein bisschen basteln, ja. Aber wer Lust hat zu basteln, kann da einiges erreichen. So, gut, dann lasse ich euch mal wieder allein spinnen. Viel Spaß noch mit Pen Spinning. Lasst euch nicht unterkriegen, versucht ein bisschen zu traden. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei Pen Spinning wieder. Bis zum nächsten Tutorial.